15. Das war Trick 15. So, jetzt sind wir auf Aufnahme für die YouTube-Leute wieder. Hallo, zweiter Teil hier. Obwohl, die Leute wissen ja gar nicht, wenn man es fortlaufen guckt, dann weiß man ja, dass vorher War Thunder gelaufen ist. Ansonsten würde man sagen, was für ein zweiter Teil? Jetzt ist ja der erste, ich gucke doch gerade den ersten Teil. Ja, wir haben gerade ein bisschen War Thunder gespielt. Wir waren mitten im Krieg. Wir sind auch ganz elegant zum ersten Mal gelandet, ohne Fahrwerk. Und das kann man ja dann sehen. Und was ich noch sagen wollte, wir hatten, was wir bei dem anderen Video nicht behandelt haben, und zwar, das wollte ich noch kurz sagen, der Timer. Ah, Pfälzer. Der Timer, ja, Mensch. Ja, 22 Uhr, nach 22 Uhr darf es vibrieren. Okay, gut, danke Pfälzer für diese wunderschöne Aufmerksamkeit. Und klack, und schon starten wir die Timermaschine. Oder wie? Unser Panzer, wie war das? Abschuss-Zielbratgerät, ne? Wie ist das Ding? Abschuss-Zielbratgerät? Wir haben gerade einen neuen Spruch, haben wir gerade gelernt. Das könnt ihr auch bei den War Thunder dann sehen. Wie war das? Das Abschuss-Zielbratgerät oder so, ne? Unser Abschuss-Zielbratgerät. Und genau. Und zwar, was wir nicht behandelt haben, war die Potter-Frage. Und wenn sich jetzt alle mal fragen, was ist denn mit dieser komischen Potter-Frage? Ich traue mich das gar nicht einzugeben, Ausrufezeichen Potter. Das war jetzt ein Wink. Ich traue mich das gar nicht einzugeben. Oder Ausrufezeichen Info, um dann zu wissen, wie man Ausrufezeichen Potter eingibt. Jedenfalls war die Frage, die vor einer Weile habe ich und meine Tochter haben uns mal rumdiskutiert, weil wir eigentlich Harry Potter Fans sind, also von diesem Film halt. Wir sind halt Fans von Magie und mystischen, ja, und solchen Geschichten. Da fahren wir ja voll drauf ab, dieses Hokuspokus und so, ne? Und ja, also halt diese ganzen Geschichten mit Magie, magischen und mystischen Sachen. So, und da haben wir diskutiert, wer ist denn jetzt bei Harry Potter der beste Schauspieler? Von den dreien, die eigentlich immer so rumgeistern, nicht? Die Hermine, dann Ron oder Potter. Da habe ich und meine Tochter mal drüber rumdiskutiert. Und dann sind wir irgendwann zum Ergebnis gekommen, wer für uns der bessere Schauspieler ist, wer sich im Laufe der Teile entwickelt hat. Und wo wir beide, ich und meine Tochter, also meine Tochter und ich, der Esel soll sich niemals zuerst nennen, also meine Tochter und ich, wo wir total enttäuscht waren, als wir im Kino waren, das war der vorletzte Teil. Der letzte Teil ist ja in zwei Teile gesplittet und der vorletzte Teil von diesen zwei Teilen, also der praktisch der erste vom, wie erklärt man das jetzt? Also jedenfalls der letzte Potter-Teil, den gibt es ja in zwei Teile. Und der erste Teil von diesen Zweiteiler, der war für unsere Verhältnisse als alte Fans, war das irgendwie, ja, der war blöde gewesen. Das war so ein langatmiges Emo-Ding. So ein, die haben voll einen auf Emo-Line in diesem Teil gemacht. Das war total unpottermäßig. Das war einfach, das hat einfach nicht irgendwie zu der ganzen Staffel irgendwie gepasst. Im letzten Teil ging es dann wieder, aber wie gesagt, da waren wir tierisch enttäuscht im Kino. So nach dem Motto, ja, das Kinogeld hätten wir uns auch sparen können, den im Kino zu sehen, ja. So. Und ja, das war das. Und dann fing die Diskussion an. Wer ist nun der Bessere? Wer hat sich im Laufe der Zeit besser entwickelt? Hermine, Ron oder Potter? Und dann dachte ich, Mensch, vielleicht interessiert es auch mal den Leuten überhaupt, so die breite mystische Masse, die auch so sich für Magie begeistert und so solche Spiele und solche Sachen überhaupt, nicht? Mystisch und Magie und alles und Zauberei und Hokuspokus, Merlin und Excalibur. Und dann habe ich hier eine Umfrage gemacht. Also ich erzähle für die Leute im Livestream, ich erzähle das gerade jetzt für YouTube, ja, nicht wundern. Und pass mal auf, hier war gerade diese Umfrage. Wo war denn das mit dieser Umfrage? Ich spende mal. Wo ist? Achso, ich habe mir das ja schon zurechtgelegt. Pass auf, für die YouTube-Leute jetzt und auch für die anderen hier. Der augenblickliche Stand ist, man konnte, die Leute im Livestream haben gewotet. Finde ich total toll, dass die mitgemacht haben ein bisschen. Es hat lange gedauert, bis sie mitgemacht haben. Ich weiß nicht warum. Vielleicht haben sie es nicht entdeckt. Aber ich finde jedenfalls toll, dass jetzt so 9 Leute haben abgestimmt. Das finde ich total geil. Und der augenblickliche Stand, ja. Und zwar war die Frage, Harry Potter Frage, wer hat sich am besten über alle Teile entwickelt oder dir gefallen? Und da steht, 5 Leute stimmen für Hermine, ja, 4 Leute für Ron und 0 für Harry. Und ich kann nur so viel verraten, ich will jetzt nicht verraten, was ich und meine Tochter, ich kann aber so viel verraten, Potter hätte bei uns auch eine 0 bekommen. Ja, nur mal so viel. Ja, also dieses Ergebnis spiegelt sich genau unserer Diskussion wieder. Ich finde das lustig. Also es ist interessant, dieses Voting-Ding mit Potter. Finde ich gut, dass welche mitgemacht haben. Mich hat das mal interessiert, ob die Leute genauso denken, so wie ich und meine Tochter und ich, also so wie wir das sehen und denken. Anscheinend scheinen die Leute das auch so. Potter scheint auf jeden Fall scheint Potter schlecht abzuschneiden. Wie erwartet. Das habe ich erwartet und ist tatsächlich so gekommen. Jetzt werden natürlich alle für Potter voten, nachdem ich das gesagt habe. Tja, das heißt, jetzt ist eigentlich die Umfrage fast schon, jetzt ist hier manipuliert, weil ich jetzt praktisch schon das mit Potter gesagt habe.
Aber naja, wir lassen es ja eine Weile. Ne? Wir lassen es eine Weile, dann sehen wir es ja. So, und jetzt aber, jetzt starten wir ETS. Wir schalten das mal um, ganz gezielt. Kurz mal runterkommen. Und jetzt, Attacke! Es war ein Hermine-mäßiger Zaubertrick. Das hätte ich beinahe War Thunder wieder gestartet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir nicht wieder ein Update machen müssen und so. Haben wir alles? Kontrolliert, kontrolliert. Aufnahme läuft. Timer läuft, läuft, läuft. Geht alles? Kommt gar nichts. Nein! Nochmal, nochmal! Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das war nichts, das war nichts. Ach ja, live ist immer so schwierig. Wie ihr seht, sehet ihr nichts. Das war fast kirchlich gesprochen. Jetzt aber. Nochmal, nochmal, nochmal. Mach es uns nochmal. Na klar, den Schüttelshake. Übrigens für die Leute, die nur die ETS-Videos sehen, ja, für die YouTube-Leute, die nur die ETS-Videos sehen, wir haben nochmal das Thema Transocean behandelt in dem War Thunder-Video, in dem ersten ST002, oder? Ja, ST002, was dann kommt, kommt erst. Da haben wir das Thema nochmal mit Transocean nochmal behandelt und nochmal geupgradet, ja, dass wir wieder insidermäßig auf dem Laufenden sind. Genau. Das ändert sich. Meine Kritik, die ich bei ETS vorher hart gesagt hatte über Transocean, ändert sich dann sozusagen. Ja? Müsst ihr mal hören. Los geht's! Wir sind zu Hause, Leute. Der Krieg war anstrengend. Wir sind frisch aus dem Krieg zurück, um LKW zu fahren. Ich seh den Chat gar nicht. Ich seh das Dashboard nicht und den Chat nicht. Ich sehe sozusagen gar nichts. Ich sehe gar nichts. Darüber. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt müsst ihr aber das ganze Info-Ding ausprobieren, oder? Ich sehe gerade diese Frau. Ohne irgendwelche Texte und alles. Ich sehe sie in voller Pracht. Aber wir gehen jetzt zum LKW. Läuft alles? Habe ich alles richtig gemacht? Ist alles zu eurer Zufriedenheit? Warte mal, ich gucke hier nochmal. Eine virtuelle Spedition. Puh. Ich fahr im Moment kein. Was heißt im Moment? Ich fahre noch kein Multiplayer. Und wenn ich mal Multiplayer fahren sollte, dann nur mit Leuten, die ich gut kenne, wo ich weiß, ich kenne die richtigen Namen, also ich kenne halt die richtigen Namen, dass man vielleicht ein bisschen Freunde werden kann und so. So dieses echte Freunde stehen zusammen, trinken, nochmal eine Kaffeekanne und so. Halt so richtige, echte Leute, mit denen man halt so richtig echt gamen kann, ne? Also keine Fakes, sondern halt richtige Gamer, also irgendwann, ja. Und auch ein Traum ist, wie gesagt, so Spiele, die man so als Truppe spielen kann. Keine Ahnung, sowas wie Counter-Strike oder so ein SWAT-Team-Spiel oder irgendwas, wo man als Gruppe, eine feste Truppe, auf die verlässlich ist, die gut sind, wo man die Namen kennt, wo man dann gemeinsam skillen kann und so. Das wäre cool für die Leute im Livestream zum Zuschauen denn mit einer festen Truppe, um dann schön spannend solche Sachen zu zeigen, wie Counter-Strike oder irgendwelche SWAT-Team-Spiele, irgendwas, wo man als Truppe spielen kann auf jeden Fall. Als Gruppe, Truppe, als Team halt. Das wäre cool, das wäre so ein Traum das wäre so mein Traum. Zuverlässige gute Leute für regelmäßig dann, wenn wir so Gruppenspiele spielen könnten dann. Nach Kosimat. So. Ich gucke gerade ein bisschen dumm aus der Wäsche. Wir sind ja nach Bern. Unser letzter Stand, wir sind nach Bern. Gekämen, gekämen. Wow, haben wir einen Hardcore-Schlenk gemacht. Ja, das war dieses verwirrende Ding. Wie war der Stand? Wir müssen ja dann weiter. Wir sind ja gerade auf dem Weg nach Richtung Berlin, das heißt ja, die nächste Stadt heißt ja Zürich. Sein ziehen durch die Städte. Naja, gut, okay, wenn es schön macht. Wenn es schön macht. Müllermilch, die schmeckt. Wie ist denn der Stelle? Wir gehen erstmal raus. Wir gucken erstmal draußen, was die frische Luft uns sagt.
Läuft noch? Musst du mich so erschrecken? Ah, wir waren im Hotel. Holzbettenklasse. Dann zieht das schon mal an. Ja, ich gucke derweil noch, wie wir weiterfahren müssen. Zieht das schon mal an. Ihr müsst aber noch nicht raus. Wir können noch mal kurz, eine Nacht können wir noch schlafen. Aber denkt dran, jetzt geht's gleich los. Kommt mal alles schon, packt eure Kofferchen, alles, was ihr dabei habt. Genau. Was? Meetings? Eine Steam Cloud? Was ist damit gemeint? Was ist denn damit gemeint? Das weiß ich nicht. Ja, ne? Also packt mal schon eure kleinen Köfferchen und alles. Eure, wie heißt es hier? Die Tasche, wo das ganze Utensilien drin sind. Wie sagt man dazu? Ich komme nicht gerade drauf. Du hast so ein kleines Täschchen, da ist dein Rasierzeugchen, dein Waschgel und alles drin. Wie heißt denn diese Tasche? Wie nennt man die? Ich habe immer tolle Fragen, oder? Nicht Reisetäschchen. Wie nennt man dieses Badezimmertäschchen? Nein, wie heißt denn das? Hat so einen Fachbegriff. Wie heißt dieses Täschchen, wo man diese kleinen Sachen reinmacht fürs Badezimmer? Na, wer weiß es? Komm schon. Sagt es mir. Und mal diese schönen Rätselchen. Sagt es mir. Wie heißt denn das, Mensch? Kulturbeutel. Ja, Kulturbeutel, ich glaube, es gibt sogar noch einen anderen Spruch, aber Kulturbeutel ist schon mal. Bravo! Kulturtasche, ja, Kulturbeutel, Kulturtasche. Ich glaube, es ist so der allgemeine, es gibt, glaube ich, noch einen Spruch. Kulturtee. Oh, da haben ja drei Leute eine Reise gewonnen diesmal. Wer noch? Schnell, noch ist die Reise offen, noch sind Plätze frei für die Reise. Ihr wisst doch, eine wunderschöne Reise. Ansonsten, gewonnen hat Pfälzer. Kevin und Ninfan haben eine super Reise gewonnen auf einen schönen Dampfer, ja, schön mit Frauen zum Einölen und alles, Massage, Liegedinger am Deck, richtig schön, viel Spaß, ihr habt die Reise gewonnen, ja, Hypnos Volt Dampferreisen, Luxusliner, richtig, Mamma Mia, Bella Italia, ja, geht übrigens nach Bella Italia denn, wunderschick. Gut, so, also macht euch fertig und ich gucke nochmal schnell, was wir noch machen müssen, was wir losfahren können, während ihr da euch alle zurecht macht. Wir müssen auf jeden Fall nach Zürich. Zürich. Mensch, das ist voll geil, Leute. Wir sind in der Schweiz und Richtung Zürich. Nach Österreich. Richtig schön. Richtig schön. Eigentlich soll ich jetzt schade, dass ich keine Züricher Sprache kann. Schade, Mensch. Aber nicht Holz, nein, die Reise ist Luxus. Purer Luxus. Ho, da gibt's hier Brombeeren, da kriegst du hier Weintrauben werden dir gereicht. Da werden dir Weintrauben gereicht von den, ne? Von denen, die dich um dich herumschwirren und dich bemuttern. Man reiche mir Weintrauben. Ah, dann spricht er, wenn man es aktiviert. Wow, Lord macht ja eine richtig coole Erklärung. Das heißt also, die Spielstände werden dann gespeichert. Die will er mal den Speicherstand sichern, falls man den PC mal... Ah, also dass bei Steam jetzt praktisch die Spielstände gespeichert werden, wenn du praktisch beim Spiel abkackt oder deine Festplatte alles mögliche, hast du das alles bei Steam hinterlegt, Stasi-mäßig und brauchst dich nochmal suchen und so. Das ist damit gemeint. Das gab es wohl vor 3 Jahren noch nicht für die YouTube-Leute. Kam gerade von Lord. Dieser wertvolle Tipp, was ich nicht wusste und wahrscheinlich die Anfänger auch alle nicht. WOT. Volt. Was heißt Volt? Volt of Dings bestimmt nicht, oder? Doch, Volt of Tanks wahrscheinlich. Das war bestimmt, WOT heißt bestimmt Volt of Tanks oder sowas, oder? Bestimmt heißt Volt, Volt of Tanks. Ich glaube, ich habe mal sowas gelesen. Oder Tanks, oder Volt of Tanks, 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 Tanks. Ach, die Musik ist so beruhigend. Nach dem Krieg. Karotten. Karotten ist gut für die Augen, brauche ich. Aber so, wir müssen ja nach Dings. Zürich. Nach Zürich. Und ich wette mit euch, es gibt nichts nach Zürich. Stehe schon, ja. Sollen wir jetzt die ganze Tour nach Berlin ohne Geld fahren? Achso, World of Trucks. Ich bin noch im Kriegsmodus, hä? World of Tanks. Das ist nur noch Kriegsmodus im Kopf. Ach, Zucker. Zuckersüß. Na, wir machen ein Nickerchen und dann schauen wir mal. Na, also,
alle nochmal ein Nickerchen. Eine Nacht habt ihr noch. Eine Nacht habt ihr noch. So machen wir. Mann, wir sind hier ganz alleine. Mutter sehen alleine. Und außerdem. Achso. Hä? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn unser Dings? Ja, sag einmal. Ein Kruzifix mal meine Date sauber, hä? Zack. Und warum geht's nicht? Der will die auf der Nummernblock, will er die Enter-Taste nicht haben. Na gut. So, frisch. Alles frisch. Wir sind alle frisch. Frisch im Gebüsch. Und Ninfan gibt gerade eine Mängelrüge. Du hättest gestern, hättest du von Geneva aus nach Zürich fahren können. Eine Mängelrüge von Ninfan. Aber wir waren frei, Ninfan, wir waren frei. Frei wie der Wind. Komm schon, Zürich. Zürich. Wenigstens für ein Apfel und ein Ei. Okay, was ist denn das nächste? Innsbruck, oder? Warte, wir gucken nochmal auf die Karte. Kann man es überspringen? Boah, mördermäßige Strecke. Nee, es bringt nichts. Fahren wir weiter leer. Wir gucken mal nochmal Innsbruck. Innsbruck war ja auch nichts. Seht ihr, so ist die Realität. Nicht mit F5 und F10 dahin, mit Warp 10 dahin fliegen, ja, und dann plötzlich da sein und so. Das ist ja nicht richtig. So sieht die Welt schon viel schwieriger aus, wenn du es so spielst. Ist hier nichts Innsbruck. Ist hier gar nichts Bruck. Ich weiß auch warum. Weil wir keinen Fernfahrten so ausgeskillt haben. Deswegen. Weil wir Fernfahrten nicht so ausgeskillt haben, kommt natürlich nur das. Das heißt wahrscheinlich, ja. Dann weiter. Gut. Dann halt nicht. Fahren wir halt ohne. Teurer Spaß, unser Upgraden. Unser Upgraden ist ein teurer Spaß. Wart, kontrolliert, kontrolliert. Ist alles sauber hier. Alles sauber. Ich muss ja aufpassen, ja. Manche von euch machen mal eine Spritztour und dann lassen die den Wagen, unseren LKW, nicht so richtig zurück. Test, wir haben ja lange gestanden. Wir sind ja gerade erst aus dem Krieg zurück. Linker. Geht. 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 Hinten. Geht. Gut, kann man los. Schnallt euch an. Die, die vorne sitzen, anschneiden bitte. Und geraucht wird drinnen nicht. Und Energy auch nicht getrunken. Nur die Fahrerin darf das. Harte Regeln, oder? Ganz schön gemein. Es ist nur zu eurem Besten. Es ist nur zu eurem Besten. Ich habe ja schließlich Verantwortung. Schaut euch mal diese Fast and the Furious Brücke da hinten an. So, dann gibt es kein Zeitziehen. Wir machen uns gleich auf den Weg. Das hätte jetzt einen Unfall. Wir haben nicht nach rechts geschaut. Die Stadt erkunden wir jetzt nicht. Wir haben keine Zeit für sowas. Vielleicht ein kleines Fotochen. Na. Macht doch die Sache gleich viel schöner. Game Twister. Game Twister. Route resetten. Die Ute mit der Route. Da kommt die Ute mit der Route. Moment, wir räumen mal ein kleines Stückchen. Ganz vorsichtig und schüchtern. Feststellbremse. Ninfan sagt, wir müssen die Dings machen. Warum? Ah, Sodele. Sodele. Gut. Nächster Stopp. Winkelgasse. Das war jetzt unprofessionell. Das war unprofessionell geklickt. Das war unprofessionell, professionell gerade, aber trotzdem geklickt irgendwie. Wir wollen da direkt ins
So, Schlafding. So. Route gesteckt. Vielleicht fahren wir da auch wieder ein bisschen in die Werkstatt. Ich glaube, wir kennen diesen Werkstatttypen, oder? Was ist das da jetzt? Das ist irgendwie... Ach schon, was ist denn da jetzt passiert? Spannend, hä? Spannende Geschichte. Oh, ich glaube, da müssen wir mal aufpassen. Ich glaube, da braucht jemand wieder ein Flugticket. Kann es sein? Warte mal, immer wenn ich draußen bin, dann wisst ihr ja, immer wieder, ne? Das hier machen. Hört ihr das? Das sind geheimnisvolle Tastaturbefehle. So. Das. Geschafft. Level geschafft. Das. Kurier, Tag. Gut, weiter geht's. Gesteckt ist alles. Dann geht's geschmeidig weiter. Geschmeidig, Leute, jetzt kann man schön spielen. Jetzt haben wir Zeit. Auf nach Berlin. Was meint ihr? Haltet mal Wetten ab. Kommen wir heute nach Berlin oder nicht? Was sagt ihr dazu? Braucht jemand ein Flugticket? Ist wieder Alarm? Ja, heute ist ja Wochenende. Stellt euch auf eine harte Zeit ein. Das ist Wochenende. Ihr wisst, was dann passiert. Da gibt es Ausgang. Ja, am Wochenende gibt es Ausgang und... Habe ich das Warstander-Ding? Das ist noch drin, oder? Ja, aber nicht mehr als Dingsbums. Oh, es gibt da Kuh. Gerade noch so. Oh Mann, beinahe wären wir wieder... Also Ninfan sagt, wir kommen nicht an. Man kann also höflich sagen... Oh, das gibt ja Kuh. Ninfan ist also... Man kann sagen, Ninfan ist also... unserem Vorhaben gegenüber nicht wohlgesinnen. Er sagt, wir kommen nicht nach Berlin. Habt ihr gerade diese steile Auffahrt gesehen? Warum fährt denn jetzt so schnell auf einmal? Mal locker, locker. Wir kommen gerade aus dem Krieg, Mensch. Du fährst falsch? Nein. Nein, noch kein Radio. Wir nehmen gerade für YouTube. Wir nehmen gerade wieder mit unserem Videorekorder auf. Wir sind jetzt erstmal auf der Fast in the Furious Brücke und müssen eigentlich so einen Stunt hinlegen. Rechts runter und schön dabei rausspringen. Kann man natürlich nicht mit unserem armen Ideko machen. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Achtung. Laterne, Laterne. Ah, zu spät. Schön, schön, es sieht so nach Kurort. Das, guck mal, es sieht so wie ein Kurort aus. Kurort. Sommerlich. Kilometerweit ist kein Hans zu sehen. Und du fängst da an hinten rum zu hupen. Sag mal, hast du kein anderes Hobby. Das ist schon. Ich fahre gleich rückwärts. Ey, ich komme gerade aus dem Krieg. Du solltest vorsichtig sein. Ich habe noch Granaten. Du solltest vorsichtig sein. Wir kommen gerade aus dem Krieg. Wir alle. Wir kommen gerade aus dem Krieg, du. Wir sind schwer, schwer geladen und schwer bewaffnet. Aber richtig, wir haben irgendwo noch einen Panzer zu stehen. Ich sag dir, du. Der scheint echt frech zu sein. Der ist ganz schön mutig. Sich mit so einer Truppe anzulegen, die gerade aus dem Krieg kommt, ist ganz schön mutig. Das muss ich mal sagen. Ninfan sagt irgendwas mit Heizen. Du weißt doch, wenn wir heizen, dann nur unseren Ofen. Ja, wir heizen, wenn heizen, dann nur den Ofen, damit es halt nicht so kalt ist. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Schaut mal die Sonnenstrahlen. Genießt lieber, anstatt zu heizen für den Ofen, lasst uns die Sonnenstrahlen genießen, die heizen ja auch.
Nicht wundern, wer länger dabei ist, versteht die Ironie. Es dauert immer ein bisschen. Ja. Habe ich was vergessen? Muss ich irgendwas beantworten noch? Nö, gut. Super, super Leute. Also, Ninfan hat gesagt, wir kommen nicht an. Was sagt ihr so? Warum fahren wir jetzt rückwärts? Ist immer noch hinter uns. Und ein schöner Mercedes da hinten. Wir probieren mal unseren Trick wieder. Wie war das doch gleich? Gas geben, Kupplung langsam kommen lassen. Ja, klappt leider nicht immer. Mal gucken, ob Iveco heute gut gelaunt ist. Wir fangen jetzt gleich mal mit unserem Iveco-Test an. Schauen wir mal, wie er sich fühlt. Achtung. Der scheint gut drauf zu sein. Ach, noch gerade rüber. Gerade noch so rüber. Oh. Iveco ist gut drauf, habt ihr gesehen? Ich habe nicht mal irgendwie Gas geben müssen, Kupplung, das ist einfach gekommen. Iveco ist gut drauf. Gut, mal sehen, wie er sich so entwickelt im Laufe des Abends. Nee, mit der LKW-Garage weiß ich nicht, wie viel wir brauchen. Unser Plan ist jetzt eigentlich nur nach Berlin zu fahren. Warte mal, hier räubern wir mal kurz mal rüber und rein. Wenn wir schon dran vorbeifahren, einen kleinen Schwenker reinmachen. Game Twister? Nee, Game Twister. Nee, wir machen so bis zwei, vielleicht bis drei mal sehen, wie der Iveco sich fühlt. Schauen wir mal, wie der Iveco sich so fühlt. Ich tendiere wahrscheinlich auf zwei. Mal sehen. Dann noch die Videos hochladen, morgen freischalten. Irgendwie vielleicht. Ich hoffe, sie sind synchron, dass nichts gerendert werden muss. Weil das wäre cool, wenn es jetzt immer so klappt, dass ich nicht mehr rendern brauche. Erstens mal spare ich eine Menge Speicher, weil das ist jetzt nicht so schlimm, ich kann ja die Clips weglöschen. Also die gerenderten Clips kann ich ja weglöschen und die nur den Urclip drinnen lassen, also das Urvideo, was kleiner ist. Aber auf jeden Fall, wenn ich dann wieder mehr Zeit habe, dann kann ich endlich meine anderen verrückten Sachen machen. Das wäre echt geil, wenn ich nicht mehr rendern muss. Dann hätte ich endlich wieder mehr Zeit. Das wäre richtig geil. Dann kann ich mir wieder einen ausspinnen. Das wäre toll. Als nächstes kommt jetzt haben wir War Thunder, haben wir jetzt ein bisschen vorgestellt, ein bisschen gespielt. Das haben wir jetzt als Alternative. Als nächstes kommt jetzt sag schon. Oh, irgendwas ist falsch. Du bist der falsche Gefahr mit der Kopf, hä? Da, ich wollte. Jetzt, was war das gerade? Warum? Ich bin noch. Ich es geht schon gut los, es geht los. Wer weiß, wo wir waren. Ja. Ich versuche auch wieder nicht so ein Nachtmensch zu sein. Ja, normalerweise wäre schön, wenn ich so Livestream machen könnte, so von 18 bis 22 Uhr. Das wäre so mein Traum eigentlich. Also nicht irgendwie mal bis 0 Uhr oder bis 23 Uhr oder so. Lieber wäre so schön von 18 bis 22 Uhr und dann Feierabend. Das wäre so mein Traum für die Zukunft, für die nächsten 80 Jahre. Also irgendwann in den nächsten 80 Jahren muss ich das hinbekommen, dass ich von 18 bis 22 Uhr irgendwie mache. Mal sehen. Das wäre so ein Traum. Im Moment geht es um, klappt es nicht so richtig. Weil alles noch so neu ist, alles ist noch keine Routine mit den ganzen technischen Zeugs und so. Bis ich so meine kleinen Standards habe. Ich meine kleinen Standards habe und das Zeitphänomen, ja, weil ich ja in so einer Zeitverschiebung bin, dann wird es besser. Aber es zieht sich hin, wahrscheinlich vielleicht nächstes Jahr, keine Ahnung. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich mache ja gerade mal einen Monat, Mensch. Ja, wartet mal ab, so wartet mal ein, 2 Jahre ab. Upsch. Wir schauen mal. So in ein, 2 Jahren sieht die Welt schon ganz anders aus. Und was wollte ich sagen? Genau, Thema wechseln wir. Als nächstes muss ich Zeit finden, dass ich die Covers fertig machen kann für unser Truck Driving Simulator Ding. Dass ich dann wieder eine Einleitung spielen kann, bei YouTube wieder eine Einleitung für das Truck Driving Simulator Ding. Und wenn ich das gemacht habe, dann können wir das auch im Livestream machen, diesen Truck. Ich spiele dann wieder mal den ersten Schwierigkeitsgrad bei Truck Driving Simulator und den Rest mache ich dann wieder im Livestream. Da könnt ihr wieder mitfiebern.
Mitleiden. Mitleiden und mitfiebern. Aber erst muss ich die Einladung für YouTube haben. Wenn ich das nicht mehr rendern muss, bei diesen Standard-ganzen ETS hier und keine Ahnung was, wenn ich das nicht mehr machen muss, dann habe ich ja Zeit dafür. Dann finde ich wieder Zeit. Das wäre toll. Das wäre cool. Dass ich da endlich mal wieder mehr machen kann und nicht, dass ich meine ganze Zeit verschwende für dieses Rendern und Hochladen. Und vor allen Dingen meine kleine Sendung, die ich machen will. Freue ich mich schon drauf. Also für mich selber, wem es gefällt, ist gut und wem nicht, ist aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, für mich selber, ich freue mich für mich selber, dass ich das machen kann. Ja, das ist keine Werbung dafür, sondern für mich selber. Und wem es natürlich gefällt, ist natürlich noch mal so geil denn. Wenn es aber keinen gefällt, ist auch nicht schlimm. Ich mache es ja für mich eigentlich. Wie gesagt, wem es dann gefällt, ist natürlich toll. Aber hauptsächlich ist es ja, dass ich mir einen ausspinnen kann, dass ich meine verrückten Sachen machen kann. Und wer es dann halt toll findet, diese Sachen, ist ja gut. Ist ja super. Wenn da sich so Fans finden, die es toll finden. Oder Fans, überhaupt Leute, die mich halt gerne sehen, ist ja voll geil. Voll schön, ja. Voll geil klingt immer so bildungstechnisch so ein bisschen, ne, nicht ganz so hoch. Ist dann voll schön, voll schön. Mensch, der Iwiko ist so unheimlich nett. Du machst mir Angst, Iwiko. Du fährst ja wie am ersten Tag, Mensch. Sehr seltsam, sehr, sehr seltsam. Weiß der Iwiko schon wieder was, was wir nicht wissen? Das ist hier so die Frage. Weiß der schon wieder was wir nicht wissen? Müssen wir uns auf irgendwas vorbereiten? Immer wenn der so nett ist, ist immer nicht, da stimmt immer irgendwas nicht. Gruselig, oder? Ah, kein Licht, Mensch, oder doch? Ich dachte schon, wir haben kein Licht. Moment, ich guck gleich mal im Chat. Aber ihr seht ja, ich bin hier, ich komme gerade aus dem Krieg zurück. Gerade aus dem Krieg zurück. Gott sei Dank unverletzt. Gott sei Dank. Dank hervorragendster Fähigkeiten. Unversehrt aus dem Krieg zurück. Und ihr ja anscheinend auch alle, sonst wärt ihr ja nicht mehr da. Also wir sind eigentlich alle unversehrt aus dem Krieg zurückgekommen. Da habe ich uns sicher durchgebracht, oder? Durch den Krieg. Ich habe uns sicher durchgebracht. Truppführer. Truppführerin. Alle leben noch. Truppe sicher zurückgebracht. Gut gemacht! Da fällt mir wieder ein Film ein. Den kann ich jetzt aber auch wieder nicht verraten. Schade. Aber keine Angst, ich verrate es alles noch. Aber jetzt darf ich noch nicht. Boah, den habe ich. Der wäre jetzt im toten Winkel. Der war so tot im Winkel, der Tote. Jetzt schnell, bevor der mich noch dahinter mich noch überholt. Gut. So, jetzt mal. Ninfan, frag mich, wie es mir geht. Fragt es nicht, sonst muss ich ans Töpfchen denken. Warte mal. Gut. Dass man mit Autos fahren kann. Also, für die YouTube, nimm mal auf. Für die YouTube-Leute, der Pfälzer sagt gerade, dass man wahrscheinlich, er meint wahrscheinlich, ja, logisch. Oh, guck mal hier. Nein! Mach weg! Hier kommt die Sonne. Guck mal, ein eingezäuntes Sonnenblümchenfeld. Der Bauer hat Angst um seine Sonnenblümchen. Sind die so gemein, die hintergehen? Bestimmt die Camper und die Flamer, die da mal durchmarschieren, alles kaputt machen. Bestimmt deswegen.
Und jetzt? Drück mal die Knarre, deswegen. Deswegen. Jetzt. 25 Minuten ist die Videokassette voll, dann können wir wieder ein bisschen Musik machen, oder? Kaufst dir ein Auto und fährst halt durch die Gegend. Echt jetzt? Erzählt ihr mir da Räuberpistolen oder ist das die Wahrheit? Aber ich glaube, Pfälzer ist nicht so der Räuberpistolenerzähler. Ich glaube nicht. Zumal ja immer die Gefahr besteht, dass ich ja alles überprüfe bei Google und dann wird derjenige ja unglaubwürdig, der uns hier mal Räuberpistolen erzählt. Und dann, wenn er unglaubwürdig ist, Meistsakra Louis nochmal. Und wenn er unglaubwürdig ist, ja dann. Übrigens zum Thema mit den Campern und Flamern. Habe ich gesehen, manche sind ja auch Livestreamer. Ja, manche sind ja Livestreamer. Und stellt euch mal vor, die campen und flamen hier rum, diese Livestreamer. Und stellt euch mal vor, dass wir die dann irgendwo mal alle listen. Die sogenannten Livestreamer, die praktisch sich intolerant verhalten gegenüber anderen Menschen. Ich glaube, das ist dann für die gar nicht so gut, oder? Weil sie verhalten sich ja nicht nur mir gegenüber intolerant, wahrscheinlich sogar auch anderen Menschen gegenüber. Das heißt, das ist für sie keine gute Werbung eigentlich. Denke ich mal. Das ist keine gute Werbung. Man kann die Leute dann sozusagen, die Empfehlung ist dann, für die Leute, bitte diese Leute nicht schauen. Sie verhalten sich intolerant gegenüber anderen Mitmenschen. Das ist kein guter Charakterzug von diesen Livestreamern. Unabhängig davon, bei wem sie sich... Sie haben einfach charakterlich kein guter Mensch. Nicht zu empfehlen. Mache ich irgendwann mal so eine Liste. Bei den sogenannten großen Livestreamern, die so intolerant sind. Gegenüber anderen Mitmenschen. Na, 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 na. Willst du gerne mal in eine virtuelle Firma? Werde ich gefragt. Also, warte mal, noch mit dem Thema mit den Autos. Das ist ja ein Ding, wenn man jetzt bei ETS Autos fahren kann. Warum kann man das? Ich meine, ist abgefahren, oder? Ja. Das ist auf dem Multi, auf dem, ich bin noch nie Multi-Dings gefahren. Ich habe das nur bei Basti immer gesehen. Wer Basti nicht kennt, gibt mal Ausrufezeichen Basti ein. Und wer nicht weiß, wie man das tippen soll, gibt Ausrufezeichen Info ein. Dann weiß man, wer Basti ist. Und... nein, nein, nein. Gerade noch so gerettet. Gerade noch so. Beim Volksreden erzählen, wieder falsch gefahren. Sag schon. Also wenn jetzt da auf dem Multiplayer, wenn da die echt noch alle mit Autos fahren können, na dann haben ja die Camper und Flamer noch mehr Spaß. Oh, dann freuen die sich bestimmt wie die kleinen Kinder so. Oh, guck mal, jetzt können wir vor den Einfahrten, da vor den Unternehmenseinfahrten hier vor dem, können wir jetzt mit PKWs rumstehen. Oh, schön. Schön blöd. Oh ja, das stelle ich mir so richtig vor. Ich stelle mir Basti vor, wie er ETS spielt und wie, wenn die da alle mit ihren PKWs stehen und sich einen Keks freuen. Oh Mann, da denke ich mal, wie kann man echt so dämlich sein, ey. Wie kann man so dämlich sein? Mann, Mann, Mann. Ich kriege es immer gar nicht in meinen Kopf, weil ich mir denke, so dämlich kann doch gar kein Mensch sein. Aber es gibt tatsächlich solche Typen. Das denke ich mir mal. Kann man wirklich so blöd sein? Also, es gibt, so blöd kann man doch gar nicht. Also, theoretisch kann man wahrscheinlich noch nicht mal seine eigenen Schuhe anziehen, oder? Wenn man sowas macht. Weil wer sowas macht, der kriegt doch bestimmt nicht seine eigenen Schuhe zugebunden. Seid mal ehrlich. In dem Moment, wo du dir deine eigenen Schuhe zubinden kannst, da kommst du doch nicht mehr auf die Idee, einen LKW oder dir so einen PKW zu nehmen und irgendwo vor so einer Einfahrt sich hinzustellen, oder? Seid mal ehrlich. Ich glaube, die können nicht mal ihre eigenen Schuhe zubinden. Das muss ja so sein. Weil in dem Moment, du kannst ja in dem Moment, wo du Schnürsenkel zubinden kannst, hast du ja praktisch kombinatorische Fähigkeiten. Und in dem Moment, wo du kombinatorische Fähigkeiten hast, müsstest du eigentlich merken, hey, bin ich so, ich, nicht, also... Eigentlich theoretisch, die können bestimmt nicht ihre eigenen Schuhe zumachen. Das muss so sein. Von der Logik her, die müssen echt... Muss traurig sein, wenn man sich seine eigenen Schuhe nicht zumachen kann. Weil man so dämlich ist. Also nicht dämlich,
nicht dämlich, das ist ja nicht dämlich, das ist ja eigentlich, das muss man dann halt erstmal lernen. Ja. Das muss man erstmal lernen. Faszinierend ist immer, wie die Leute ihren PC anbekommen. Das ist faszinierend, weil die können ihre Schuhe nicht zubinden, aber kriegen irgendwie den PC an. Das ist verrückt, oder? Ach so, Klettverschluss, ja gut. So einfach habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich war Klettverschluss. Hier genau, ja, Sleeper, ja, die Sleeper-Dinger. Ja, genau. Ach ja, stimmt ja. Die benutzen gar keine Schnürsenkel. Klettverschluss. Mensch, Mensch. Seltsam. Ich habe den, da habe ich, siehst du, den Level bin ich schon gar nicht mehr. Ich bin ja schon auf den Schnürsenkel-Level, ja. Ich hab's ja. Und Reißverschluss. Reißverschluss, Leute, Reißverschluss. Ach. Mensch. Iwiko. Brauchst du Aufmerksamkeit, Iwiko? Sag doch einen Ton. Iwiko hat sich gerade, hatte keine Aufmerksamkeit bekommen. Ja, wir, du bist doch die Nummer 1 hier. Du bist hier Nummer 1. Ja, ich komme noch zu dieser virtuellen Firmafrage, komme ich noch. Ich versuche diesmal nicht so ganz durch die Themen zu springen. Wir sind noch bei den, ne? Schnürsenkeln. Ist traurig, oder? Das ist traurig. Übrigens, habt ihr euch mal mit dem Thema Camper und Flamer eigentlich beschäftigt, was das bedeutet? Camper und Flamer, wann dieser Begriff gekommen ist und was es eigentlich bedeutet? Camper und Flamer, wisst ihr, was das bedeutet? Wer weiß es? Also eigentlich ist es eigentlich schon auch fast wieder eine Beleidigung. Also wofür Camper und Flamer eigentlich steht, wisst ihr das? Interessant. Bin mal drüber gestolpert. Camper und Flamer. Wofür das steht, weiß das jemand? Interessant. Also ich finde es sehr recht interessant, wenn man mal so ein bisschen nachforscht. Sind wir schon da? Ach ja. Da, Hotel. Checkt mal wieder ins Hotel ein. Ja, wir checken wieder, wir gehen wieder ins Hotel. Schnell, bevor jemand kommt. Erstmal ein Nickerchen und dann zur Auftragsbude. Und wir machen kein Sightseeing. Ja, ja, fern dich an. Kenne ich nur aus WoW. Also so wie ich... Wir sind ja hier auch ein Bildungssender, ja. Natürlich auch Spaß, ich sage das immer aus Spaß, ja. Weil alle Livestreamer sagen immer, ich habe ja keinen Bildungsauftrag, deswegen dachte ich, mache ich mir einen Spaß. Ich sage immer, ich habe hier einen Bildungsauftrag, ja. Weil ich finde es lustig, wenn alle sagen, nö, dann sage ich ja. Also, wenn alle mal sagen, sie haben keinen Bildungsauftrag, sage ich einfach mal, ich habe hier einen Bildungsauftrag, ja. Und weil wir einen Bildungsauftrag haben... Also ich habe das so mitbekommen, Camper und Flamer steht dafür. Hab da so eine... Oh, guck mal hier, heute ist dieser komische Rubbelzubbeltag. Ah, heute ist Rubbelzubbeltag. Warum? Ich wette, das hängt bestimmt mit diesem Mozilla zusammen, weil dieses scheiß Flash-Ding da irgendwie vollgeladen ist oder so. Warte mal, ich guck mir mal den Flash, wie voll... Sitzt. Ich guck mir mal kurz mal über den Tastmanager, wie vollgeladen. Ja, ja, das ist dieses Firefox-Ding. Bestimmt. Pass mal auf, ich mach mal Firefox mal aus. Und starte, ich mach mal einen Hardcut mit Tastmanager und brauche ja dann nur. Wartet mal kurz, ja, mit dem Schreiben. Ah, Dings geht. Sari geht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, schlaf schön. Und dann bearbeite danach, ich mache erstmal hier Neustart mit dem Browser, aber wie gesagt, weil ich denke, dass der Flash Player sich voll gefressen hat und dann zickt er aufs System rum. Ich bin der Meinung, das hat mit diesem, weil, gut, ist ja egal. Dann beantworte ich die Frage mit dem virtuellen Ding und diese Camper und Flamer Frage. Moment mal, ja, ich schreibe, ich mache mal die Browser-Tablette starten. Na, na, Hardcut, Hardcut mit Taskmanager. Zack, so, jetzt ist er weg. Moment, 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 ein Lichtlein brennt. Wo ist der Flashplayer? Da, ah, der zuckt auch noch rum mit 125 kW. Den machen wir auch mal Cut. Ah, jetzt ist er selber weggegangen. Gut. Der hängt ja auch manchmal. Echt, Mozilla ist so... Ich bin noch nicht da, warte. Ich bin noch nicht da wieder. Also mit dem ganzen Zeugs. Ah ja, du mich auch. So, oder? Jetzt kommt das Dashboard. Chatfenster aktualisieren. Ist auch abgekackt. Moment. Chatfenster ist auch abgekackt. Okay. Vielleicht ist es mal ganz gut, zwischendurch mal so frisch zu machen. Frisch vom Fass. Wie gesagt, noch kann ich nicht lesen. So, jetzt.
Mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob das daran gelegen hat. Werden wir ja sehen, wenn er jetzt nicht mehr zuppelt. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt kann ich wieder mitlesen. Das noch, das noch. Warte mal. Gut. Das, das. Gut. Mal gucken, ob es mit den Mozilla, also mit Firefox und mit dem Flash Player zu tun hat, dieses Gezupple. Weil wie gesagt, an allen, es kann ja nicht an der Verbindung liegen, es kann nicht an ETS wahrscheinlich liegen, es kann nicht an den Einstellungen, es muss also irgendwas Internes hier sein. Vorher haben wir gedacht, dass immer an Twitch liegt, ja, mit diesem Rubbelzuppel-Ding. Aber ich denke mal, an Twitch kann es auch nicht liegen, als dann würden sich wahrscheinlich noch andere Macken bemerkbar machen. Es muss irgendwas sein, was den Speicher durcheinander bringt. Und da ist ja der Flash-Player ein guter Kandidat für. 100 Pro, aber 100 Pro. Das fing eines Tages an, das zieht sich schon wie so ein roter Faden mit diesem Flash-Player. Seit die ihr Flash-Player mit dem Mozilla weiter ausgebaut haben, noch monstermäßiger mit den ganzen Add-ons und alles Mögliche, da fing das auch an mit diesem Flash-Problem und all so Mist. Der war früher wesentlich besser gewesen, der Firefox. Und schneller vor allem, der war wesentlich besser gewesen. Von der Geschwindigkeit her. So, mal sehen. Firefox 450. Schauen wir mal. So, ich kann auf jeden Fall wieder lesen. Ja, könnt ihr mal einen Chat-Test machen. Unseren üblichen Chat-Test. Sagen wir mal das, das. Na, warte mal. Ach, das, das. Ja, gut. Zack. Alles geht, alles dreht sich. Gut. Test gut, scheint zu gehen, alles läuft, alles ist wieder im grünen Bereich. Schauen wir mal. Wenn das Rubbelzubbelding wiederkommt, haben wir zumindest diese Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen. Ich bin der Meinung, dass es, wie gesagt, früher habe ich immer, dass es irgendwie was mit der Browser-Geschichte, mit Twitch, irgendwie... Ich tippe auf den Flash-Player. Theoretisch müsste ich eine Speicheraufnahme, also praktisch ein Speicherabbild machen oder sowas. Um es mal diese Fehlerquelle zurückzuverfolgen, wenn dieses Rubbel-Zuppel-Ding kommt. Natürlich müsste ich mal das mal mitschreiben irgendwie. Also praktisch ein Analyse-Tool mitlaufen lassen. Das würde mich mal echt interessieren. Weil dann müsste ich wieder mich mit den ganzen Zeugs beschäftigen. Ich will mich aber nicht mit Analyse-Tools und Speicher und keine Ahnung beschäftigen. Das will ich nicht. Schon wieder keine Lust dazu. Bus bauen. Test, 1, 2, 3. Test, test. Kontrolliert. So Leute, kurzes Nickerchen im Hotel. Macht euch da nicht so breit im Hotel. Ja? Wir machen nur einen kleinen Abstecher im Hotel. Also keine Dienstmädchen aufs Zimmer kommen lassen, ist zu teuer. Auch keine Dienstboys und auch keine Kellner. Sondern nur kurzes Nickerchen, Holzklasse. Kein Luxus diesmal. Können wir uns nicht leisten. Kleines Stückchen noch zurück. Ordnung muss sein. Ordnung ist das halbe Leben. Hat Mami gesagt. Perfekt. Licht aus. Reingehen. Ich bleib in der Kabine. Ihr könnt alle ein bisschen ins Hotel gehen. Ich bleib in der Kabine und bewacht den Evico derweil ein bisschen. Naja, Holzklasse. Wir werden noch ein hartes Leben, noch eine Menge Holzklasse, bis wir wieder Luxus uns ein bisschen leisten können. Wir müssen erst ein paar Dollar verdienen. Nee, nicht Dollar, ein paar D-Mark, ein paar Groschen wieder. So, weiter geht's. Oh. Läuft alles. Noch 11 Minuten, Leute. 11 Minuten YouTube, dann ist die VS-Kassette voll. Und wir fahren jetzt, achso, wir haben ja noch gar nicht geguckt. So, achso, Mensch, ich fahre einfach los und ihr steckt mal alle wieder ein. Nicht, dass ihr alle noch im Hotel seid. Denkt dran, war eine kurze Nacht. Alle wieder raus. Ich weiß, es ist hart, oder? Es ist hart. Ah, gut, aufgepasst. Matratzenklasse. Genau, also mit der virtuellen Dingsbums,
Habe ich mir mit einer virtuellen Firma, für eine virtuelle Firma fahren, habe ich mir noch keinen Kopf gemacht, weil ich noch gar nicht auf Multiplayer bin. Auf Multiplayer bin ich nicht, weil, wie gesagt, ich keine guten Leute kenne mit richtigen Namen, wo man verlässlich miteinander quatschen kann, Freunde, so ein bisschen Freunde werden, fahren zusammen und so. So wie das bei Blue Eyes Micha und Basti ist. Ja? Halt solche Leute kennenlernen, dass man, und nicht irgendwelche, die man nicht kennt richtig und vielleicht Fakes sind, keine Ahnung, und was es da alles für komische Gestalten Menschen gibt. Halt richtige, echte Leute, mit denen man was richtig echt so machen kann. Das wäre toll. Was will der da jetzt? Wir sind doch jetzt ein Dingsterbumse. Achso, ich wollte gerade sagen, was will der jetzt von mir da? Wir müssen nach hier, nach Innsbruck. Gibt's jetzt was oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Straßburg, wo ist dieses? Vielleicht nach Stuttgart? Ach, da. Nee, das ist ja Verti. Nee, so nicht. So haben wir hier nicht. Und immer Geneve. Was? Warte mal, wir sind doch. Ein Auftrag in Zürich? Verarscht uns wieder? Du verarscht uns? Nee, ja, hier, verarscht uns wieder. Hier. Nochmal nicht, das hast du zwei, dreimal hast du mit uns abgezogen. Ja, behalt mal deinen Tausender. Wir fahren wieder hin zum Mafiaplatz. Onkel, guck mal, Onkel testet uns wieder. Der Onkel testet uns wieder. Ja, für die, die nicht wissen, wir spielen ja nach hier nach Geschichte. Und wer die Geschichte wissen will, schaut sich einfach bei YouTube die am besten alle Teile an. Es geht bei ST001 los mit ETS. ST001, dann habt ihr zu tun. Dann kennt ihr die ganze Geschichte. Schaut mal, der Onkel testet uns wieder. Wisst ihr noch? Und gierig wie wir jetzt wieder wären, ja, gierig nimmt man natürlich den Auftrag, wollen wir den haben, dann fahren wir hin und ja, der Onkel testet uns, ob wir gierig sind. Schaut mal, das ist ein Gierigkeitstest. Aber wenn du so einen riesen Firmenkomplex übernimmst, ja, praktisch, du übernimmst ja die ganze Mafia-Organisation. Ja, und wenn du dann noch gierig bist, dann bist du praktisch tot. Ja, du darfst nicht gierig sein. Wenn du gierig bist, bist du tot. Ja, guck mal, ist ein Test vom Onkel, ob wir noch gierig sind. Guckt euch das an. So ein hinterhältiger Hund, unser Onkel. Das ist ein richtiger hinterhältiger Hund. Gibt's ja nicht. Kevin. Ah, guck mal da. Da geht's schon wieder los. Das geht schon wieder los. Flugtickets bitte. Flugticketschalter bitte aufmachen. Ich glaube, gleich werden ein paar Tickets gekauft. Genau, also wie gesagt, mit dem Multiplayer, wie gesagt, erstmal müsste man Multiplayer fahren. Ich fahre ja kein, weil wenn die jetzt noch Autos da fahren können, dann ist ja da erstmal, dann dauert es bestimmt wieder ein halbes Jahr, bis sich die kleinen Kiddies ja vor ihren Ausfahrten da mit ihren Autos sich genug abreagiert haben. Wenn jetzt Autos gibt, dann dauert es ja wieder ein halbes Jahr, bis die kleinen Kinderchen, oh, guck mal, ich stehe vor der Ausfahrt und blockiere die Einfahrt. Und bis ihnen der Spaß vergangen ist, das dauert ja, bis es im Kopf klickt. Es macht gar keinen Spaß mehr. Ich mache jetzt seit 2 Jahren, stehe ich vor dieser Ausfahrt hier rum. Ich glaube, es macht mir keinen Spaß mehr. Es dauert ja eine Weile, bis im Kopf da klickt man. Also jetzt lohnt sich Multiplayer gar nicht, theoretisch. Weil die ganzen Kinderchen da jetzt, die Autochen jetzt erstmal entdecken. Also weiter, Leute, es gibt keinen Auftrag. Mirst. Hat der Onkel uns reinlegen wollen. Habt ihr gemerkt, denn der Heli steht, naja, es ist ja erstmal der Flugticketschalter ist aufgemacht und dann werden die Tickets gezogen und dann erst steigt, kommt der Hubschrauberpilot Richtung Atlantik und dann schüttelt der ein bisschen, dann fallen die alle raus. Ohne Betonschuhe. Multiplayer ist scheiße, wird ohne Ende gescheatet? Das geht? Ich dachte, man darf nicht cheaten. Ich dachte, wenn du über Steam spielst, dann kannst du auch diesen Anti-Cheat-Dings, dass wenn da welche rumcheaten, dass sie dann gesperrt werden von Steam oder sowas. War das nicht irgendwie oder so? Da gab es doch so ein Anti-Cheat-Dingsbums oder sowas. Bei Steam. Ich habe da keine Ahnung. Aber ich habe da mal was aufgeschnappt mit diesen Anti-Cheat-Dingsbums. Ja, schade, wenn man cheatet, oder? Man bringt sich um den eigenen Spaß. Ich kenne das ja. Ich kenne das ja, das Thema. Gut, Leute, wir stecken unsere Route mit der Ute. Die Ute steckt die Route, die Gute. Die gute Route. Ja, nee, die gute Ute. Nicht dahin. Zur Karte. Und weiter geht's. Ich hab's gewusst, wir fahren die Strecke leer. Der Onkel ist ein knallharter Typ. Der will nicht, dass wir Geld verdienen. Der hat die ganzen Städte unter Kontrolle, der Onkel. Habt ihr gerade den Test gesehen mit dem... Na, komm, nimm den Auftrag. Sei schön geldgeil. Und dann hätten wir wieder nichts bekommen. Das war so ein Geldgeilheitstest. Scheiße. Wollt ihr uns reinlegen, der Onkel? Gut, weiter nach Innsbruck. Mit einer Leerfahrt. So ein Mist aber auch. Schade. Wirklich schade.
Ich glaube, wir machen das weg und fahren. Diesmal schlafen wir auf dem. Wir müssen sparen, Leute. Ich glaube, wir schlafen diesmal auf dem Werkstattplatz. Das wird noch nicht mal mehr Holzklasse. Leute, nicht mal mehr Holzklasse. Wir schlafen auf dem Werkstattplatz. Tut mir leid. Luxus ist erstmal abgesagt. Der Onkel lässt uns kein Geld verdienen. Das ist heftig, Leute. Das ist heftig. Naja, komm mal schnell voran. Kein Wack? Euro Truck hat keinen Wack. Weil ich habe nämlich irgendwo dieses Wack-Dingsbums gesehen bei jemandem. Jemand ist jetzt in meiner Freundeliste bei Steam und der wurde nämlich zweimal gewackert, nicht? Zweimal Wack. Er hat zweimal Wack bekommen. Weiß nicht, was er gemacht hat. Auf jeden Fall hat er wohl, oder einmal Wack und muss noch zweimal Wack. Keine Ahnung, er hat auf jeden Fall eine Sperre bekommen. Ja. Ja, überall sind Mafia. Ja, der Onkel hat überall Mafia-Plätze. Der hat Kiesgruben, Mafia, der hat überall seine Holzplätze. Keine Chance. Der Onkel lässt uns nichts verdienen. Ich dachte, wir. Eigentlich für die Leute, die es nicht wissen und für YouTube und für alle anderen, unser Ziel war gewesen, und zwar schon seit Leon, wollten wir nach Berlin fahren. Wir wollten nach Berlin, weil wir kein Renault bekommen haben. Ja, wollten wir nach Berlin. Und unsere Strategie war gewesen, wenn wir schon zurückfahren, fahren wir von Dings zu Dings, von Stadt zu Stadt und verdienen dabei Geld. Aber der Onkel. Der hat uns getestet, hat uns ein paar Mal jetzt getestet, glaube ich, zweimal hat er uns getestet, dass wir in der Stadt Geld verdienen konnten, so ein Tausender, manchmal sogar ein 2000er, glaube ich, so oder so. Und jedes Mal sind wir dann hin und haben dann den Auftrag nicht bekommen. Das war praktisch ein Test vom Onkel. Den Auftrag gab es gar nicht. Der hat uns verarscht. Der wollte sehen, ob wir geldgierig sind. Und wenn du ein großer Firmenchef werden willst, dann darfst du nicht geldgierig sein, dann musst du clever sein. Und nicht nur geldgierig, weil wenn du nur geldgierig bist und nicht clever, dann bist du irgendwann ganz schnell in der Kiesgrube. Weil die anderen dich dann fertig machen, weil du nicht so clever bist. Wenn du aber clever bist, dann können die anderen dich nicht fertig machen, dann schickst du die anderen in die Kiesgrube, weil die anderen ja so geldgeil sind. Tja, das war der Test vom Onkel. Und diesmal bestehen wir den Test. Wir fahren jetzt nicht zum Holzplatz. Nein, wir fahren jetzt nicht zum Holzplatz. Diesmal wird der Onkel uns nicht reinlegen. Das sage ich euch. Weiter geht's. Gut, dann halt nicht. Kein Zeilen ziehen, kein gar nichts, Leute. Weiter geht's, knallharte Arbeit Richtung Berlin. Ohne Geld. Noch nicht mal mehr Holzklasse. Wir werden auf der Werkstatt, in der Werkstatt schlafen. Scheiße. Scheiße sagt man nicht, aber ich muss jetzt einfach mal sagen, Scheiße. Scheiße sagt man nicht. Mist, wir verdienen kein Geld. Das ist Scheiße. Mann, das ist Scheiße. Und Scheiße sagt man nicht. Ich muss aber Scheiße sagen. Ich finde das Scheiße. Der Onkel ist gemein. Das müssen wir alles dann in diese Geschichte schreiben. Ja? Ich muss dann irgendwann anfangen, die Geschichte weiterzuschreiben, damit die Leute das nachspielen können, wenn sie Lust haben. Das ist scheiße. Der Onkel ist gemein. Ah ja. Diesmal nicht. Wir haben ja das diesmal nicht angenommen. Diesmal haben wir ja gelernt, dass wir nicht so gierig sein sollen. Das war der Onkeltest wieder. Das hat er uns jetzt dreimal getestet. Ich glaube, das war jetzt der dritte Test, oder? Ich glaube, wenn wir jetzt wieder durchgefallen wären, dann hätte uns der Onkel wahrscheinlich enterbt oder so. Ich glaube, das war der dritte Test, oder? Er hat uns drei Tests hat er uns gegeben, der Onkel. Ich glaube, wenn wir das Ding jetzt auch angenommen hätten, dann wären wir direkt in die Kieskurve gefahren. Keine Ahnung. Oder wahrscheinlich hätte ich einen Brief bekommen, dass wir enterbt sind. Familienehre verletzt oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, das war das dritte Mal jetzt. Gestern zweimal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir den Test bestanden. Wir fahren jetzt. Ich wette, jetzt sitzt der Onkel wieder da mit einem Lächeln im Gesicht. Wieder mit seiner Zigarre, dieses. Meine Kleine. Dieser hinterhältige Schachspieler. Der Onkel ist ein richtig hinterhältiger Schachspieler. Ein richtiger Stratege. Schnell? Seht ihr, für die Leute, die immer sagen, du fährst zu langsam. Guck, zu schnell. Zu schnell. Wie gesagt, wenn ein bisschen jetzt wieder mehr Luft, wenn ich jetzt nicht rendern muss und so, ein bisschen mehr Luft geistig ist und körperlich und so, keine Ahnung, mehr Luft und so, dann kann ich weiter an die ETS-Geschichte rumschreiben, damit die dann, wer Lust hat, dann später dann die Leute, die nachspielen können, wer Bock hat. Wir müssen weiter, oder? Wir müssen da nicht rein. Nicht zum Holzplatz.
Pfui, pfui, Holzplatz nicht. Und dann schreibe ich, wenn ich die Muße habe, ich muss ja auch die Muße dazu haben, an dieser Geschichte, an der ETS-Geschichte rumzuschreiben. Das soll ja auch ein bisschen schön irgendwie sein. La Familia, Ehre und Ruhm. La Familia, die Geschichte. Ist auf jeden Fall hart. Also sie ist nicht leicht nachzuspielen. Wer da von Anfang an hier dabei ist, der weiß das ja. Ist wirklich echt knallhart. Deswegen fahren wir jetzt ja nach Berlin. Normalerweise würden wir uns einfach abschleppen lassen oder keine Ahnung. Einfach nach Berlin joinen. Wir joinen einfach nach Berlin oder so. Keine Ahnung. Könnte man ja machen, glaube ich. Ja, einfach. Irgendwie kann man da bestimmt mit einem Billigtrick nach Berlin kommen, oder? Gibt bestimmt so einen Billigtrick. Den wir natürlich nicht machen. Wir fahren ja extra nach Berlin, nur um die Garage abzudaten. Genau. Jetzt hat er mich rausgeschmissen. Einfach der Druck auf einmal. Ich bin gerade, scheiße, mitten in der Kurve und der Druck ist weg und ich bin raus. Typisch wieder. Wie immer. Immer wie immer. Ja, wie gesagt, normalerweise könnten wir ja ganz locker hier per Dings die Garage updaten, aber weil wir ja richtig realistisch spielen, fahren wir ja extra nach Berlin, um die Garage abzudaten. Knallhartes Leben, oder? Knallhartes Brot. Dadurch kommen wir natürlich levelmäßig und geldmäßig nicht voran. Und ja, aber das ist ja auch nicht der Sinn des Spiels, unserer Geschichte. Dass wir ja auf 1 Milliarde auf dem Konto haben und alle LKWs und alle Garagen und alles. Das ist ja nicht die Geschichte und auch nicht der Sinn des Spiels. So, für die YouTube-Leute, war schön. Für die YouTube-Leute ist jetzt hier Schluss. War schön, wenn ihr euch das Video angeschaut habt. Freut mich. Hey, das war jetzt mal nett, oder? Seid mal ehrlich, das war jetzt mal nett gesagt. Also am Schluss muss man auch üben, am Wiedersehen sagen. Auf jeden Fall schön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. So, hier ist Schluss jetzt für YouTube-Leute. Jetzt wird schon wieder unfreundlich. Okay, ich drück mal.